hier was Interessantes auf dem Markt gefunden. Auch ein paar Schnitzwerkzeuge. Alte Bügeleisen und so allerhand tolle Sachen. Jetzt gehe ich noch zum Messermacher. Jetzt bin ich bei meinem Messermacher. Also das sind Aprikosenholzgriffe. Spiegel poliert. Auch die sekundäre Klinge mit Struktur. Das war Haselnuss. Das war Walnuss. Nochmal Aprikose. Mit den entsprechenden Dingen. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Schatten. Das sieht richtig cool aus. Ich glaube mit Walnuss Griffen. So, dann haben wir hier leicht gewordenes mit Krokodil. Roch, los, los. Los. Auf dem Horn. Und der Stahl war der MF. MF. Ja. Na, sowas kriege ich nicht über die Grenze, das weiß ich hundertprozentig. Solche großen Klingen kriege ich nicht. Aber so eine kleine Klinge könnte ich auch über die Grenze kriegen. So, jetzt gehe ich noch zu verschiedenen Hüllen, die er auch macht. So, nicht das dickste Leder, aber hier zum Beispiel für einen Schleifstein. Schöne Sachen oder für eine kleine Lupe, eine Taschenlampe. Tolle Sachen. Und hier drüben nochmal die ganzen Höhlen. Es gibt halt solche mit so einer Art Dengler-System. Oder hier mit so einer Gürtelschnallen-Sache macht er da. Genau, und dann die ganz einfachen. Die reichen auch ganz gut für Küchenmesser. Einfach, dass man einen Schutz hat. Okay. Ja, genau. Und übrigens, der tut auch solche Gewichtheber oder wie man auch immer sagt, diese Gürtel herstellen aus verschiedenen Ledern und Fellen mit Gürtelschnallen. Also auch so eine Spezialität von ihm hier. Bis hin zu solchen Armschnallen für Armbrüste oder so etwas in der Richtung. Ja, das ist also mein Messermacher hier in der Ukraine. Also wenn dich irgendwas interessiert oder wenn euch was interessiert, sagt Bescheid.